Viele schickten mir schon wieder, ihr schickt mir ja viele Videos. Ja, gut so. Da war eine Meldung, war jetzt in der letzten Woche sehr häufig dabei. Wir sind auf der Seite der Bild. Naja, Bild dir deine Meinung. Wir bilden uns jetzt mal eine Meinung zu einem Thema, was ihr euch gewünscht habt. Ausgehend von diesem Video werde ich euch ein bisschen was dazu erzählen, aus meiner Expertise als Meeresbiologe. Und weil es ein Thema ist, was mich sehr interessiert, worüber ich ein paar coole Geschichten erzählen kann. Und weil ihr mich darum gebeten habt und weil es einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Tier ist. Ist in meinen Meereslebewesen-Lieblingstieren unter den Top 100. Da muss man erstmal reinkommen als Meerestier. So, Qualitätsjournalismus von Bild. Und zwar geht es um den Mondfisch. Mola Mola oder auch Ocean Sunfish. Den schauen wir uns an. Diese Meldung geisterte durchs Internet. Ne? Bild ist jetzt... Exot der Meere, riesiger Mondfisch aus dem Wasser gezogen. So, wir können uns natürlich hier nur kurz ein paar Videoausschnitte anschauen. Aber wichtig ist, dass ihr dieses Tier einmal seht, von der Größe her. Größe Mann, Größe Mondfisch. So, da hängt er an so großen Gurten. Warum auch immer der da an Gurten hängt, ich vermute, dass der irgendwo im Fischernetz gelandet ist oder an der Oberfläche irgendwo da war, wo die Fischer irgendwas gemacht haben mit Schleppnetzen oder was auch immer. So, und dann heben die den raus. Wenn man so einen, der wird so um die, der könnte schon fast eine Tonne gewogen haben. Wenn man den aus dem Wasser hebt so, dann ist das beschissen. Aus wie ein U-Boot, ist aber ein Fisch, ein Mondfisch. Das reicht uns auch schon. Da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Da hat die Bild bis jetzt auch keinen Quatsch erzählt. Aber das ist er, der Mondfisch. Und die haben ihn am Ende, man sieht das hier, glaube ich, dann wieder freigelassen. Halten sie jedoch immer wieder auf dem Teller. In Tiefen von bis zu 500 Metern. Sie ernähren sich von Qual... So, aber dieses Video habt ihr mir einfach ganz oft zugeschickt. Also man hat ihn rausgeholt, dann wieder freigelassen. Warum auch immer... Ist mir auch scheißegal, was die Bild berichtet und was die Fischer dort machen, wenn man Tiere rausholt. Das finde ich alles asozial. Aber wir müssen uns ganz kurz was zum Mondfisch angucken. Und zwar, Mondfisch, Mola Mola. Mola vom lateinischen Mühlstein, daher kommt der Name, ist einer der schwersten Knochenfische der Welt. Das stimmt. Das Geile ist, dass man den Mondfisch, das erkläre ich euch gleich. So, weshalb habe ich das hier auf? Ach ja, ich wollte das nämlich euch zeigen. Dass der Mondfisch, damit man den einordnen kann, warum der so komisch aussieht, guck mal hier bei Ordnung. Ordnung, Tetradontiformes. Das sind die Kugelfischartigen, meine lieben Freunde. Der ist also verwandt mit allen Kugelfischartigen. Kugelfische kennt ihr, das reicht mir auch schon zum Wikipedia-Wissen. Ocean Sunfish. Das Interessante ist bei Mola Mola, übrigens heißt mein Boot auch Mola Mola. Es wird ein Video geben, liebe Freunde. Mein Boot, ich werde es euch vorstellen, Mola Mola. Das Boot von Submaris, also meinen vier Jungs und mir, Mola Mola. Eines der geilsten Videos und das Maximus ist bloß schneiden. Wird kommen. Aber zurück zum richtigen Fisch. Im Englischen, und das ist wirklich das Verwunderliche, heißt der Ocean Sunfish und im Deutschen Mondfisch. Warum zur Hölle auch immer? Ich kann es euch nicht sagen. Wichtig ist, wir sind wieder auf der IUCN Red List, ne, das kennt ihr schon. Und er ist eingeordnet als vulnerable, also gefährdet. Decreasing, seht ihr hier, Population Trend. Er ist also, die Population geht nach unten, es werden weniger, was wirklich schlecht ist. Hier sehen wir die geografische Einordnung, wo es den überall gibt. Ihr seht überwiegend in den Küstenzonen und das in dem kompletten tropischen Gürtel. Wobei tropisch ist auch nicht so richtig, also tropisch wäre in der Mitte, aber auch gemäßigte Zonen im Norden und im Süden. Das heißt, er kann euch tatsächlich im Prinzip auf der ganzen Welt begegnen. Mondfische gibt es eigentlich nicht. Wirklich fast überall, außer in den richtig, richtig kalten Meeren. Ansonsten werdet ihr den fast überall finden. So, und jetzt habe ich euch einen Teil rausgenommen aus einer Präsentation, die ich manchmal halte. Rekorde im Zielreich. Gehen wir wieder in die Reaction. Zeige ich euch mal. Also an Schulen halte ich mal Vorträge, da spielt der Mondfisch eine große Rolle. Denn da frage ich die Kinder, welches Tier legt die meisten Eier? So, und dann wisst ihr schon, ha! Überraschung, es ist der Mondfisch. Schaut euch das mal an. 3 Millionen Eier kann der pro Tag legen. Also der Mondfisch ist das Tier, was tatsächlich die meisten Eier von allen Tieren auf der Welt legt. 3 Millionen pro Tag.
Viele werden gefressen, aus vielen schlüpft gar keine Larve erst. Aber der haut ordentlich was raus, alter Schwede. Mondi, Mola Mola, schon nicht schlecht. Außerdem ist er der größte Knochenfisch der Erde. Es gibt ja noch größere Fische, zum Beispiel Riesenhai oder Walhai, sind aber Knorpelfische. Das, was ihr hier seht, Mola Mola, ist der größte Knochenfisch der Welt. Also er hat echte Knochen innen drin, also er gehört zu den Osteichthyes. Und das Geile ist, man gibt den nicht in Länge an und Gewicht, sondern man sagt, der wird um und bei 12 Quadratmeter groß. Kann über eine Tonne schwer werden und ist echt so eins der größten Meereslebewesen. Geil ist auch, er ist ein absoluter Rekordhalter, denn nicht nur der schwerste, sondern er hat auch die dickste Haut im ganzen Tierreich. 14 cm um und bei. Er streitet sich immer so ein bisschen bei diesem Platz mit dem Walhai, wer hat die dickere Haut. Zwischen 12 und 14 cm bei beiden Tieren, aber eigentlich ist die beim Mola Mola etwas dicker. Er sieht geil aus. Also ich finde den wirklich so vom Aussehen her, geiler Typ. Ich habe den auch schon ein paar Mal genau so gesehen und ihr seht, dass oben die Rückenflosse so leicht ein bisschen ausspitzelt hier, ne? Da. Und ich war dann auf den Azoren ab und zu mit Schwimmern im Wasser oder mit Delfinschwimmern, dann habe ich diese Flosse an der Oberfläche gesehen, habe gesagt, geht rein, zieht euch den rein. Und die sahen immer nur diese Flosse so durchs Wasser, so leicht an der Oberfläche, ne? So. Und dann, nein, das ist ein Hai, da gehe ich nicht rein. Sag ich, ist kein Hai, geht da rein. Er sieht wirklich verrückt aus. Hier mit diesem Kugelmaul, die großen Augen, hier seine Brustflossen, Rückenflosse und hier unten die Flosse. Und das ist eigentlich seine Schwanzflosse, dieser Flossensaum hier hinten. Ganz geil eigentlich, ne? Und so undulierend macht er da mit den Flossen und bewegt sich durchs Meer. Es ist ein plumper Fisch, aber irgendwie ein geiler Typ, finde ich. So sieht er als Larve aus. Schaut mal, hier unten habt ihr auch die Größenangabe. Also Fische starten häufig als super skurriles Tier, als Fischlarve. Der ist wirklich der Hammer. Manche machen dann auch verschiedene Larvenstadien durch. Und ihr seht hier sehr schön die Larve vom Mola Mola, die so mit so Spines überall ist, damit die sich gegen Fressfeinde schützen. Weil die sind noch sehr klein, wollen nicht gefressen werden und deswegen haben solche Spines. Und über verschiedene Larvenstadien werden dann immer mondfischiger, bis sie am Ende einer der größten und coolsten Typen im Ozean sind. Wahnsinn, ne? Schon cool. Das ist seine Nahrung. Physalia physalis. Die portugiesische Galeere, die frisst er am liebsten. Er frisst am liebsten Quallen, aber auch Salpen. Was Salpen sind, könnt ihr euch selbst mal in einem Video angucken. Das führt jetzt zu weit. Also alles so eine Tiere, die da im Meer rumdriften, ziemlich giftig sind. Und es stört ihn überhaupt nicht, weil er hat eine dicke Haut. Da kommen die mit ihren Tentakeln und ihren kleinen Pfeilen mit Gift, die sie da reinschießen, überhaupt nicht durch. Das juckt den Mondfisch überhaupt nicht. Und ich habe die tatsächlich auch schon beim Fressen gesehen, selber nicht gefilmt, war aber dabei, wie einer gefilmt hat. Video zeige ich euch gleich hier. Aber diese portugiesische Galeere hier ist übrigens auch keine Qualle, sondern eine Staatsqualle. Das heißt, ein Meeresorganismus, das hier oben, das Segel wird von einem Tier gemacht, die Verdauungsorgane von einem Tier, die Tentakel von einem Tier, also wie so eine Ameisenhaufen, wie so ein Ameisenhaufen Arbeitsteilung. So machen das hier staatsbildende Quallen auch und jedes Tier macht was unterschiedliches. Das ist geil. Das Meer ist voller Geilheiten, muss man ganz klar so sagen. Okay, das ist seine Lieblingsnahrung. Frisst er am liebsten Quallen. So, Mondfische kennt man ab und zu so. Das kommt auch mal vor, als ich in Kiel studiert habe, war in meiner Zeit an der Uni immer mal wieder dreimal die Nachricht von einem Mondfisch gestrandet. Und zwar in Kalifornien und Brasilien. Das sind Orte an der Ostküste. Also ne, Kiel ist ja so, die Kieler Förde so V-förmig. Und hier oben im Osten kommt dann Kalifornien und Brasilien. Und da lagen dann immer mal wieder Mondfische rum. Also von daher, die gibt es auch in Ost- und Nordsee. Sehr selten, aber es gibt sie. Ich habe euch ja gesagt, weltweit. Geil ist dieses Verhalten der Mondfische. Die sind ja sehr langsam und sehr plump, also die können nur 3-4 km/h schwimmen, dass sie sich manchmal einfach oben an der Wasseroberfläche auf die Seite legen und sich die Parasiten, also Fischläuse und alles, was da so dran heftet und Ruderfußkrebschen, keine Ahnung, von Seevögeln wegpicken lassen. Ist das nicht ein geiles Verhalten? Also finde ich ultra geil. So, hier ist jetzt das Video, wo ich dabei war, als es gefilmt wurde. Und ihr seht, wie der hier oben so eine große Qualle einsaugt und auch immer wieder ausspuckt. So frisst er. Ein
Völlig verrücktes Tier, wie der das macht. Aber wartet mal, gleich kommt da nämlich ein Schnurrstall dazu. Die Größe dieses Fisches. Guck mal, hier vorne hängen auch noch so Quallententakeln dran, ne? Von der Staatsqualle. Das war's schon. Ah, okay. Naja, guck mal. Ihr seht hier, wie der eigentlich aussieht. Also es ist, Größenverhältnis ist wirklich der Hammer, ne? Es sind wirklich große Fische, bis zu 12 Quadratmeter. Und schaut euch die jetzt, ich bitte euch, schaut euch die mal genauso von der Körperform an, ne? Ihr seht hier vorne das Maul, das Auge. Hier sitzen die Kiemen drunter. Da sind die Flösserchen, da auch. Flossensaum hier hinten. So, ihr habt den gesehen. Zack, so sieht er im Ozean aus. Und so sehen die im Aquarium aus. Guck mal, es gibt also ein paar Aquarien weltweit, die tatsächlich Mondfische halten. Ich habe die früher auch mal gehalten. Als ich der Abteilungsleiter war im Ozeaneum Stralsund, hatte ich auch Mondfische, zwei Stück. Ich möchte, dass ihr die vergleicht. Ich gehe nochmal zurück. Hier, so. Und so sehen die im Aquarium aus. Hier einmal im Fuji mit diesen Wülsten hier, den völlig entarteten Flossensaum hier und den Verpilzungen hier. Hier haben wir sie in Monterey. Abgeschabbelte Flossen, völlig verwulstet hier hinten. Ihr seht, was hier vorne los ist, absolute Verpilzung. Und dasselbe hier auch nochmal aus einer anderen Perspektive im Monterey Aquarium. Freunde, die sehen wirklich scheiße aus, wenn man die in Gefangenschaft hält. Und zwar so richtig. Ganz schön. Und es ist eigentlich ein schöner Fisch, ich mag den wirklich sehr gerne, aber wenn ich den im Aquarium so sehe, ist das eine Katastrophe. Damals, als ich die Mondfische aus Portugal gekauft habe, pro Exemplar 10.000 Euro hat das Aquarium bezahlt, haben wir die nach Stralsund importiert und dann titelte die PETA, also People for Ethical Treatment of Animals, Deutschland e.V., Stralsunder Ozeaneum entführt Mondfische, Tierrechtsorganisation kritisiert Wildfang tropischer Meerestiere. So, das heißt, das ist das, was ich immer so schön sage. Die PETA hat gesagt, ich habe Mondfische entführt oder wir als Aquarium aus dem tropischen Meer und dass sie das kritisieren. Damals habe ich noch gesagt, Peter, ihr Arschlöcher, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich habe gar keine Ahnung. Das ist Meeresschutz und das informiert Kinder und dies und das. Ich bin hier der Aquarienchef und heute wäre ich auf der Seite von Peter. Ich bin jetzt nicht auf der Seite von Peter grundsätzlich. Dafür laufen mir da zu viele Dinge schief, aber die haben schon recht gehabt. Ich habe da schon Mondfische aus tropischen Meeren entführt und nach Deutschland importiert. Also das ist auf jeden Fall beschissen. So, und jetzt habe ich hier nochmal ein paar Bilder rausgesucht, wie diese Tiere in den Aquarien dieser Welt aussehen. Guck mal hier, in Dänemark hält man die auch. Ich finde es eine Katastrophe. Ich glaube, auch hier wieder müsst ihr keine Experten sein, um zu erkennen, wie es den Tieren eigentlich geht. Monterey ist eine Katastrophe, Alter. Valencia, willst du mich eigentlich verarschen? Barcelona, Dänemark. Also wenn ihr euch die Tiere anschaut, ne, ist es katastrophal. Von Auswulstungen bis Krankheiten, die überleben nirgendwo im Aquarium. So lange, wie sie in der Natur leben würden. Sie werden sehr alt, viele Jahrzehnte. Und im Aquarium leben sie natürlich nicht so lange. Die Mondfische, die ich gehabt habe, wurden nur wenige Monate alt und sind am Ende tatsächlich gestorben, innerhalb kürzester Zeit. Und schaut euch das nochmal an, ne? Normalerweise leben die als Jungtiere in solchen Schwärmen. Das sieht man zum Beispiel auf Sri Lanka oder unter Wasser vor Sri Lanka. Und im Aquarium müssen die da als Einzeltiere oder zu zweit manchmal schrecklichst leben mit solchen Weihnachtsmännertauchen. Das macht einen richtig traurig. Also da finde ich, kann ein Kind gar nicht etwas über den tollen Mondfisch lernen, wie so aus einer Präsentation zum Beispiel, aus einer guten Doku oder wenn man die selber im Aquarium sieht. Das sind die Mondfische, die ich persönlich hatte. Ja, Freunde, wer mein Buch gelesen hat, kennt die Geschichte schon. Das hier war einer meiner Tierpfleger, der hier auch und das war unser Tierarzt. Wir mussten den Mondfisch, als wir den aus Portugal importiert haben, da seht ihr hier vorne schon die Auswilzung, Abschürfung und so weiter. Die Flossen sind hier schon angegammelt, das seht ihr ordentlich und angefressen. Mussten wir täglich fangen, um die Wunden zu reinigen. Das wurde immer schlimmer und meine damalige Aquarienkuratorin, Chefin, hatte dann die wunderbare Idee, weil die Flossen immer mehr abgegammelt sind, verpilzt sind, da pieksten dann so richtig die Flossenstrahlen raus. Also gar nicht mehr die Flossenhaut oben drüber, sondern die Flossenstrahlen pieksten so ein. Und die wurden dann immer abgefressen von den Brassen
die da mit im Becken drin waren und von den Doraden. Und dann hat sie gesagt, Mensch, dann machen wir da Kindersöckchen drüber, machen die fest mit Kabelbindern am Fisch, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich hielt das damals schon für eine sehr, sehr schlechte Idee. Ergebnis war, dass darunter die Flossen noch mehr vergammelt sind, weil sie nicht mehr umspült wurden von Wasser und dass die Socken von den Brassen gefressen wurden, die an der Darmverschluss gestorben sind und der Mondfisch letztendlich an seinen Krankheiten und Verpilzungen, weil wir den gar nicht vernünftig ernähren konnten. Der hatte zwar 2,6 Millionen Liter Wasser zum Schwimmen, aber seine natürlichen Bedingungen, wenn er Parasiten hat, die Vögel, die das wegpicken, sein natürliches Schwimmverhalten, seine Ernährung mit Quallen, die ganzen Nährstoffe, die er braucht, von Salpen, von kleinen Tintenfischlarven, von Fischlarven und so weiter. Das kann man im Aquarium nicht nachbilden. Diese Tiere sind im Aquarium nicht zu halten. Und dann natürlich das tägliche Handling dieser Ozeanfische. Das ist einfach Quark, Freunde. Da muss man kein Experte sein, um festzustellen, dass das alles wirklich totaler Schwachsinn ist. Ne? Okay, ich möchte euch jetzt nochmal Mondfische zeigen. Und zwar, damit ihr das auch wirklich, wirklich unterscheiden könnt in Zukunft, wenn ihr mal, das ist für mich auch wieder so ein Paradebeispiel für, okay, ich sehe die irgendwo in Gefangenschaft oder im Aquarium, aber worauf muss ich eigentlich achten? Oder wo muss ich hinschauen, was für einen Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht immer so erkenntlich ist? Wir schauen uns das nochmal an. Sven Schlüter hat ein Video hochgeladen. Mondfische im Ozeanarium in Hirtshals, also in Dänemark. Na dann. Hau mal rein, was hast du da gefilmt? So, ihr Experten. Hier musst du kein Profi sein, um in Sekunde 5 zu erkennen, was mit diesem Tier nicht stimmt. Ihr seht's, ne? Auswucherung, Verpilzung, Flossenabschabungen. Sieht zum Kotzen aus. Also ein Tier so zu sehen, wie es eigentlich im Ozean aussieht und dann hier so hinter Glas, einfach nein. Da muss man sich nicht ethisch oder moralisch fragen, ist es okay, leidet der, ja, nein, vielleicht, sondern hier lautet die Antwort sehr klar, nein. Ihr seht diese völlig deformierten Flossen, dann kriegen die alle in Gefangenschaft. Das hatte auch was mit Jodmangel zu tun und einfach den Mangelerscheinungen, die diese Fische haben, weil man sie nicht vernünftig ernähren kann. Weil der braucht 100 verschiedene Quallen und Salpenarten und so weiter, um sich zu ernähren und alles, was du dem gibst. Wir haben damals aus Gelatine in Formen gepresst, Brokkoli und Tintenfisch rein und Garnelen und was weiß ich nicht alles, mussten den ewig an Futter gewöhnen. Das war alles Mist, weil das ist nicht seine natürliche Ernährung. Das ist ja totaler Quatsch. Freunde, absoluter Schwachfug, hab keinen Bock mehr, das weiter reinzuziehen. Also, wenn ihr das nächste Mal in ein Aquarium geht, achtet, wie die Tiere drauf, also wie die Tiere aussehen. Und damit meine ich wirklich nicht nur Mondfische, das ist auch eine Dori, ein gelber Segelflossendoktor oder ein Hai oder wie auch immer. Achtet einfach darauf, wie die Tiere aussehen, wenn ihr solche Videos von mir seht. So, und wir wollen uns nochmal angucken, wie das in der Real World aussieht. Achso, von wem war es hier? Von Michael Tessar, Mola Mola. Der hat die gefilmt. The most beautiful and biggest fish I've seen in my life. You gotta see this. Ich bin seiner Meinung, Freunde. Mola Mola, biggest bony fish in the world. Da ist er! Könnte Sri Lanka auch sein, oder? Weiß man nicht. Und ihr seht hier schönes Verhalten. Die Mondfische düdeln hier rum. Ihr seht, wie die von der Form eigentlich aussehen müssen. Und hier diese Wimpelfische, weil die so einen Wimpel hier oben haben, die cleanen tatsächlich, die fressen die Parasiten weg. Das sind... Quasi ist das so eine Cleaning Station, also eine Saubermachstation. Die sind quasi eine Autowäsche. So, sind da ans Riff geschwommen zu so einer bestimmten Position. Da warten die Cleaning-Fische und Saubermänner und reinigen die von... Also ihr seht schon, es ist echt der absolute Hammer, wie die aussehen. Ich finde es so geil. Und ihr seht das schöne Verhalten der Wimpelfische und... Zack, kleinen Parasiten weg. Und schaut euch die Größe des Tauchers an, ne? Achso, ich verdecke den gerade, ne? Guck mal da. Ist das nicht geil? Wahnsinn! Hat schon viel Schönes. Düdeln die da ein, stehen die schön in der Strömung da an der Cleaning Station und lassen sich die Parasiten vom Pelz pieken.
Und ihr seht auch schon, dass diese Tiere in der freien Natur völlig anders aussehen als in Gefangenschaft. Ne? Also ich sehe hier gar keine Wülste oder großartigen Verpilzungen oder Auswucherungen oder Flossenschäden. Eieieiei. Naja. So soll es eigentlich aussehen, Freunde. Der Mondfisch. Ein geiler Typ. Boah, schöne Aufnahmen. Größter Knochenfisch im Meer. Größter Eierleger im Meer. Dickste Haut im Meer. Das ist ein richtiger Dickhäuter. Sieht geil aus. Und man sieht auch, er fühlt sich wohl. Das ist die Wohlfühlfärbung, wenn er das vergleicht mit der Färbung der Tiere in Gefangenschaft. Das ist dann schon was anderes. So, da haben wir mal über den Mondfisch gesprochen. Den größten Knochenfisch im Meer, den man auch lieber im Meer sehen sollte. Der Chat fragt es hier schon. Werden Mola-Molas von Orcas oder Haien gefressen? Die einzigen natürlichen Feinde von großen Mola-Molas ausgewachsen, weil er natürlich so langsam ist. Orcas. Es gibt ein wunderschönes Bild beim Wildlife Photographer of the Year. Schon ein paar Jahre her, glaube ich. Seelöwe mit halbem Mola-Mola oder so ausgebissen im Maul. Haie. Also er hat schon ein paar Feinde, aber der kann auch einiges ab. Der Mondfisch. Mola-Mola. Ich finde auch Mola-Mola, dieser Name, der geht so... Ach, der geht so schön. Schön von der Zunge.